Mist. Klar. Und dann trifft meine Attacke nicht. Alter, das Viech trifft gerade unnormal mit dem scheiß Gefühl mit dem scheiß Turmkick. Es sieht so aus, als würde ich ein bisschen Probleme kriegen gerade. Ja, endlich. Das war nicht ganz unwichtig, weil dadurch zählt sich wie selber. Okay, du hast tatsächlich mit deinem Turmkick mich ein bisschen geärgert. Ach, hört doch auf, ey. Jetzt kommt der Nächste mit seinem Scheiß. Also langsam geht mir. Ernsthaft, ich habe jetzt echt meine Probleme mit Hilda. Du hast auf jeden Fall ein bisschen was getan. Das muss ich dir gerade mal lassen. Ich kann momentan nichts machen. Muss ich sagen. Wow. Also danke, Glückwunsch, Hilda. Das Ding musste wahrscheinlich auch gewinnen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es gerade noch irgendwie drehen soll. Ich habe momentan nichts Effektives gegen dich. Wow, hätte ich jetzt. Es wird jetzt gerade ein bisschen. Scheiße, Mann. Das Viech, egal was ich einsetze, das Viech ärgert mich gerade jetzt schon. Das war's. Wow. Das habe ich verloren. Okay. Puh. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ich gegen die Olle verliere. Wow. Die hat mich mal kurz sowas von aufgemischt. Und jetzt lass mich raten, jetzt darf ich den Scheiß nochmal neu machen mit den. Ja, gut, eine Idee wäre natürlich auf ein Geist-Pokémon umzustellen. Mehr Giratina erst zu schnappen und dann auf ein Geist-Pokémon, dass ich die anders, dass ich die anders aufbauen muss, die Attacke. Natürlich. Ach, diese scheiß Rätsel. Mann. Ja, dann machen wir es halt als erstes. Gut, dann plauen wir heute ein bisschen um. Ich hatte jetzt erwartet, dass wir jetzt nach und nach die Arena-Leiter wegsnacken. Aber die gute Hilda
hat es eines Besseren belehrt. Und ich werde etwas tun, was ich eigentlich bisher noch nicht gemacht habe. Nämlich, von meinem ursprünglichen Plan abzuweichen. Und im Kampf ein legendäres Pokémon einzusetzen, weil jetzt können wir nämlich nach dem Champ-Titel, die kommen wir nämlich hier hoch jetzt. Hätte ich echt nicht erwartet, dass die mich jetzt gerade mal so eben auseinander nimmt. Intervon. Wow, ey. Also, da komme ich jetzt nicht drauf. Gut, ihr scheiß komisches Meditales mit dem Turmkick, das hat. Das hat schon große Lücken gerissen. Und dann haut ihr Panferno richtig rein mit Hitzekoller und mit Nahkampf und zieht mir ein Pokémon mit einem One-Hit nach und nach raus. Ich hätte niemals erwartet, dass ich die jetzt wegkriege. Und dass ich das Ding verliere. So. Naja, warte, ich krieg dich schon noch hin. Kleine Hilda. Ich hätte nie mehr. Ich sollte dringend wieder Schutz kaufen. Ich muss mal Krabbisch auf Dings nach vorne setzen. Ja, Ramaidon wegen Schutz. Och Leute, nervt mich doch jetzt nicht mit der Scheiße da. Vor allen Dingen immer so ganz kurz vorm. Ganz kurz vor der Höhle. Was mich am meisten nervt, dass ich chancenlos war. Ja, mein Gott, ey, dann mach doch, dann. Das geht nicht. Wir müssen unbedingt nochmal ein neues wildes Pokémon da reinsetzen. Boah, dass ich chancenlos war gegen die Olle, das ist das Problem an der Sache. Vor allem, ich habe da noch angefangen, so große Töne zu spucken. Auf dem Motto, ja, die Level werden immer niedriger. Das war nämlich. Gut, aber dass die mit dem Medital ist, wenn er mit 72 mir so richtig reinballert. Das hätte ich nicht erwartet. Ich meine, da machen wir es jetzt anders. Wir richten ja mehr gerne auf Giratina. Ich habe jetzt Giratina schnappen und werde da so im Kampf einsetzen. Und dann sollte die eigentlich keine Chance mehr haben, aber.
nicht erwartet, dass wir die Olle jetzt, dass die Olle mich so gerade nass macht. Die wird sich jetzt also darauf freuen, dass sie jetzt quasi mehr oder weniger den Champ geplättet hat. Und zwar richtig geplättet hat. Also, das war ja nicht mal eine knappe Niederlage, das war ja eine komplett hochverdiente und sowas von auseinandergerissen. Ich kam ja gar nicht mehr wirklich durch. Och Mann, hört doch auf. Wir müssen jetzt unbedingt noch ein paar wilde Pokémon hinterher, aber dann meine Fresse, ich sollte dringend mal neue Schutzdinger holen. Oh, ey. Ja, das hat mich jetzt getriggert. Uschi. Die Uschi hat mich jetzt getriggert. Ist klar, dass nochmal ein wildes Pokémon auftaucht. Vor allem, dass die nicht mal irgendwie einen Schaden nehmen konnte, weil wie gesagt, die hat so schnell angegriffen, ich hatte ja nicht den Hauch einer Chance, da irgendwas gerade gegen die zu machen. Ja, das wohnt schon, ja. Das nervt mich gerade. Weil das gibt mir komplett, das nehme ich gerade mal komplett aus dem Zeitplan raus, aus meinem eigenen Aufnahmeplan, also auf meinem Zeitplan raus. Weil ich jetzt etwas vorziehen will, was ich eigentlich nach den Arenaleitern machen wollte. Ich wollte jetzt nach und nach die ganzen Arenaleiter plätten. Und wollte dann halt die. Soll ich sie fragen? Höhle der Umkehr. Ist das Ding Höhle der Umkehr? Ah, okay. Gift gefunden. Wow. Alter Verwalter, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich jetzt da so große. Dass ich jetzt gerade so Probleme habe. Ich muss tatsächlich mal was umbauen, mein Team umbauen. Ich hätte nicht. Aber ich krieg dich noch, Hilda. Das wird auch nur gegen Hilda so sein. Also sollte ich jetzt echt nochmal Probleme. Ich will jetzt hoffentlich keine Probleme. Giratina ist vom Typ Geist. Drache Geist, glaube ich, meines Wissens, und das sollte dann nicht das Problem sein. Welches Level hast du überhaupt? 70.
fick dich doch, ey. Du hast eine scheiß Aurasphäre, das war mir fast klar. Du kannst eine Kampfattacke, ernsthaft. Schemenkraft. Ach, leck mich doch ein. Erwartet hätte ich es jetzt nicht, muss ich sagen. Ich hatte eigentlich Giratina später geplant. Ich dachte, du machst jetzt ja 4 Folgen in Ruhe hintereinander mit die Arenaleiter. Und dachte mir, ja, das kriegen wir schon irgendwo hin. Aber das Tilda mich da gerade komplett. Das ist, wie gesagt, der dritte Trainer erst. Du weißt auch, dass du mich ärgern kannst mit deiner scheiß Attacke, ne? Ich muss jetzt mal gucken, dass ich jetzt gerade das Viech mal kurz. Vielleicht kriege ich es ja irgendwie. Ach nein, Hagelalarm, ja. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Scheiße! Gut, dass ich gespeichert habe vorher. Und jetzt mit ein bisschen Glück dabei, sonst muss ich nämlich das Spiel noch nicht starten. Ich habe gut Gott sei Dank vorher gespeichert. Das war's. Ich kann das Spiel eigentlich mehr oder weniger neu starten. Oh, Leitheiler. Das baut sich wieder ein bisschen auf. Das gibt mir wieder ein bisschen Luft. Und die hat sich gerechnet. Ja, bleib drin. Wenn du drin bleiben würdest, dann wäre es kein Problem. Das Viech kann Aurasphäre, ey. Als ob die KI so krass ist mittlerweile. Dass der sagt, komm, du setzt ein Eis-Pokémon, ein Gesteins-Pokémon am Anfang einsetzen und das haben wir dem Viech eine Kampfattacke mit hinterher. Jetzt gib mal her. Kannst du nochmal Leitheiler bitte einsetzen? Dankeschön. Das Viech ist nicht unnötig. Ist nicht blöde. Ist jetzt auch zu hageln, das ist gut. Ja, das Spiel frustriert mich gerade so ein bisschen. Nehmen wir sie mal alle komplett hintereinander weg, ist ja kein Problem. Am besten alle mit Wanted KO, damit es richtig nervt. Dankeschön. So, Giratina ist gefangen. Eigentlich wollte ich das heute ein bisschen später alles machen. Aber nun ja. Na, natürlich ist der Zeit nicht dafür, der Ort nicht dafür. Ich kann jetzt wieder unten durch und kann jetzt weitermachen. Kann jetzt wieder raus. Ja. Gut, dann machen wir das jetzt ganz anders. Wir gehen jetzt wieder noch in der Schleide zurück und probieren es in der nächsten Folge noch einmal. Diesmal mit einer kleinen Änderung im Team, die ich jetzt vollnehme noch.
Und zwar werde ich jetzt tatsächlich Giratina ins Team holen. Ich werde mir dafür meinen Rexbleezer rausnehmen, weil ich es eh nicht brauchen kann jetzt gerade. Und dann wird die gute Hilda in der nächsten Folge hoffentlich ihr blaues Wunder erleben. Weil diesmal wird sie nämlich nicht viel mal ausrichten können. Und dann werden wir eben wenn wir danach Marinos machen. Und dann hoffe ich, dass wir dann soweit wieder drin sind. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann bis dahin und tschüss. Jo, liebe Leute, ich habe in der letzten Folge etwas vorgezogen, was ich eigentlich nicht gedacht hätte, was ich machen wollte, was ich eigentlich nach dem Arena-Kampf machen wollte. Nämlich Giratina gefangen. Wir haben es in der letzten Folge tatsächlich nach der Klatsche, so muss man es hart sagen, gegen Hilda haben wir eine böse, böse Packung kassiert. Und deswegen werde ich heute tatsächlich noch einmal Hilda angehen und wir müssen dieses Scheißrätsel immer wieder neu machen. Damit hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das jetzt nochmal neu machen müssen. Ja, die steht bestimmt draußen irgendwo. Aber gut. Nee, das ist es nicht. Nagt ein bisschen gerade so, muss ich sagen. Aber ist es nicht änderbar. Nee, wie gesagt, deswegen haben wir eine kleine Planänderung gemacht. Ich habe es in der letzten Folge nochmal ganz kurz angestellt. Wir haben im Team umgestellt. Ich habe erstmal Rexbleezer rausgenommen aus dem Team und habe da